Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, heute ist schon der dritte Tag von 5 Tage Halloween. Und diesmal habe ich euch diese süßen Verpackungen mitgebracht. Das sind so kleine Bodenbeutel. Hinten habe ich nichts drauf gemacht, aber ich fand diese Gesichter total süß. Das habe ich im Netz gefunden bei Pinterest und habe mir das angeguckt und habe gedacht, ach, das kannst du auch machen, das ist ja total süß. Ja, und das würde ich jetzt gerne mit euch machen. Und zwar, da brauchen wir auch gar nicht viel für. Ihr braucht ein Stück Farbkarton eurer Wahl. Jetzt habe ich da ja schon grün und orange. Und jetzt nehmen wir noch, ist für mich auch irgendwie so ein bisschen eine Halloween-Farbe, noch das kräftige Lila. Ihr braucht ein Stück Farbkarton in den Maßen 25,4 x 7,1. Ihr braucht ein Stück schwarzen Farbkarton in den Maßen 7,3 x 3,8. Und ihr braucht noch Reststücke schwarz, weiß und das Lila eben. Und als allererstes holen wir mal unser Falzbrett. Das legen wir uns, dieses Teil mit den 7,3 x 3,8 und falzen das in der Mitte. Das sind so 1,9 cm. So, das wäre das Schwarze. Dann haben wir hier den lilanen Farbkarton und den falzen wir. Da müsst ihr mal gucken. Also ich habe es so gemacht, weil ich das hier von der Höhe ganz schön war, bei 3 cm gefalzt. Und dann müsst ihr die Tiefe eures Bodens messen. Ja, also wie groß eure Tüte ist. Habe ich nicht richtig stramm gezogen hier. Ja, wie hier die Tüte ist. Und danach lässt ihr die nächste Falz. Das ist bei mir also bei 3 cm. Dann sind es bei 7,5 cm. Und bei 19,7 cm. Da kommt es auch drauf an, wie groß eure Tüte ist. Ja, und ich habe es jetzt so gemacht, weil ich mache das ja hier für die Nachbarskinder. Und da wollte ich jetzt auch nicht, wer weiß, was da reinmachen. Und habe mir meine Tüte, die ist deutlich länger, ja, die habe ich mir jetzt eben in der Höhe abgeschnitten, dass die hier reinpasst. Ja, da müsst ihr mal gucken. Und das war es jetzt schon am Falzen. Dieses Teil müssen wir, ich habe ja jetzt hier oben so eine Zickzackkante, das könnt ihr entweder mit einer Zickzackschere, es gibt ja so Zickzackpapierscheren, dass ihr auf einer Seite so ganz nah an den Rand lang schneidet, oder aber ihr macht mit der Schere so kleine Zickzacke raus. Ich habe so eine süße kleine Stanze gefunden und ich meine, die ist vom Action. Seht ihr hier so eine Zackenstanze? Sondern von diesen Bordürenstanzen, die letztens hatten. Die lege ich mir jetzt hier, dass die Zacken genau am Ende sind, an. Sollte natürlich nicht verrutschen. Und weil das eben so schmal ist, fixiere ich mir das mit ein bisschen Washi-Tape. Und dann kurbel ich das einmal hier durch meine kleine Stanze durch. Dann kann die auch schon wieder weg. Das war es auch schon. Aber wie gesagt, es gibt ja auch so Zackenscheren. Da könnt ihr ja auch lang schneiden. Ja, es muss ja jetzt nicht unbedingt so eine Stanzform sein. So. Dann können wir das auch einmal falzen. Und auch hier falzen wir alle Falzlinien einmal nach. Und immer schön, also ihr seht ja, hier habt ihr gefalzt, da drückt sich das nach innen, da ist es das Tal. Und hier habt ihr so eine Wölbung, das nennt man Berg. Und wir falzen immer zum Berg hin, weil durch das Reindrücken, das Falzen schon das Papier gedehnt wurde und somit eben euch das nicht reißt. So, jetzt lege ich mir das so flach hier hin, nehme hier meine Haare und gucke, dass ich hier so Falzlinie auf Falzlinie bin und lege mir die einfach nur schon mal so an, dass ich weiß, wie hoch ich gehen darf. Dann brauchen wir ja noch die Augen und die stanze ich mir aus. Und zwar das Schwarz mit dieser 1/2-Inch-Kreisstanze. Zwei Stück. Dann brauche ich das Ganze in Weiß. Und da habe ich die 3/4-Kreisstanze hier. Und mit der 3/4-Kreisstanze stanze ich mir auch nochmal 3 Kreise aus in diesem Lila. Das werden dann die Wimpern und die Nase.
können die auch schon mal weg. Und als nächstes kleben wir die Pupille ein. Und hier könnt ihr jetzt spielen. Ich habe sie jetzt gerade aufgesetzt. Hier könntet ihr die ja auch schräg machen, sodass der auch noch schielt. Können wir ja bei einem jetzt mal machen. Setze ich den dann hier unten hin. So. Die schneidet ihr euch einmal durch in der Mitte. Das werden dann, ihr braucht nur zwei von den Kreisen. Warum stand sich immer drei? Und den auch, das wird dann die Nase. Also eine Hälfte davon wird die Nase und die anderen beiden werden hier oben die Wimpern, die Augenlider. So, und weil ich das ganz schön fand, weil Halloween ist ja ein bisschen mystisch und dunkel, habe ich das Ganze dann nochmal rundherum geinkt. Dann nehmt ihr euch so ein Fingerschwämmchen oder was auch immer oder zieht einfach nur die Ränder durch euer Stempelkissen, wenn ihr so ein Fingerschwämmchen nicht habt. Und macht euch die so ein bisschen gruselig mit dem Schwarz. Dann heben die sich auch ein bisschen besser von dem Papier noch ab, weil das der eine Farbe ist. So, dann habe ich auch das rundherum geinkt, damit das so ein bisschen schäbig aussieht. Doll sein, das muss auch nicht ordentlich sein, weil ist ja Halloween. Dann habe ich hier auch die Falzen geinkt. Irgendwas ist mir, ich glaube, mein eines Auge ist mir jetzt abgeflitscht, war ich zu stürmisch. So, dann kann das auch schon mal weg. Dann greife ich da nicht rein. Wo ist mein Auge? So, jetzt drehen wir uns diese längere Seite, das ist ja hier oben dieses Stück, wie gesagt, vor uns hin. Legen das hier Falzlinie auf Falzlinie, damit ich weiß ungefähr, wo ist die Höhe. Und dann kleben wir uns die Augen auf. Einmal. Lassen hier genügend Platz, weil wir die Nase ja dann noch in die Mitte setzen wollen. Die setze ich aber auf mit Mini-Dimensionals, genauso wie die Augenlider. Dann machen wir jetzt schon mal hier überall hinten ein Mini-Dimensional drauf. So, einer reicht, Manuela. Einer würde reichen, so. Und bevor wir die jetzt aufkleben, habe ich mir jetzt aus so einem Etikett was ausgestochen, habe ich geguckt, was ich habe, was hier so aussieht, ein bisschen wie ein Mund. Ihr wisst, ich kann nicht so gut aus der Hand zeichnen, genauso wenig, wie ich aus der Hand malen kann und schneiden kann. Und ja, ich gucke jetzt, dass ich hier rechts und links den gleichen Abstand ungefähr habe. Lege mir das jetzt hier ziemlich weit unten an. Und mal mir dann hier den Mund ein bisschen nach. Der kann ruhig auch ein bisschen krumm sein. Das ist ja Halloween. So, dann nehme ich das erste von den halben und setze das jetzt hier oben so, dass man das Weiße nicht mehr sieht, auf. Als, Entschuldigung. So, und die andere Hälfte mit unserer Nase, die setze ich jetzt hier rein. Jetzt kann das Ganze auch schon in so ein Beutelchen. Dafür mache ich den dann auf. Schiebe das hier rein, dann knickt sich das hier unten automatisch schon um. So. Guck, dass ich den hier unten schön gerade reinsetze, nicht so wie gerade bei dem anderen. Dann könnt ihr den füllen mit Süßigkeiten, was auch immer ihr da rein tun wollt. Ich habe jetzt so ein paar kleine und habe eben hier so ein von Haribo auch welche gekauft. Achtung, Werbung.
wo Halloween draufsteht. Dann falte ich mir das hier so ein bisschen rein, weil das ist ja ein Bodenbeutel, heißt, der hat ja so eine bestimmte Breite. Dann falte ich mir das hier so ein bisschen rein. Das ist natürlich jetzt ein Video, wenn man diese Kamera hier vor der Nase ist. Also da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ihr seht, der ist jetzt hier oben sogar noch ein kleines bisschen, steht der bei mir über. Der Beutel, den könnte man jetzt noch natürlich noch mal abschneiden. Knickt das um und jetzt braucht ihr einen Tacker. Und dann tackert ihr das hier oben zu. So. Und das ist jetzt im Prinzip schon die ganze Verpackung. Und jetzt klebt ihr nur noch hier oben die Haare auf. Das mache ich jetzt, weil ich jetzt die Folie darunter habe. Bei den anderen habe ich das besser abgeschnitten. Einfach so ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. Aber das könnt ihr auch, wenn ihr das ordentlicher abschneidet, die Tüte oben, dass die mit eurem Farbkarton abschließt, auch mit Flüssigkleber machen. Also das muss jetzt kein doppelseitiges Klebeband sein. Ich wollte das nur nicht jetzt alles wieder rausfuddeln. Dann löse ich mir jetzt hier die Schutzfolie. Und dann setze ich mir das jetzt hier oben auf. Natürlich so, dass das hier über den Farbkarton geht. Ja, und jetzt könnt ihr euch überlegen, also bei denen habe ich das nicht gemacht. Hier habe ich zum Beispiel auch die Ränder mal gar nicht geinkt, wobei ich das mit den geinkten Rändern deutlich schöner finde. Ob ihr jetzt unten noch einen Spruch drauf machen wollt oder nicht. Ich finde, das ist eine Ruckzuck-Verpackung und ihr könnt ja auch, müsst ihr mal gucken, wie groß eure Beutelchen sind. Wenn ihr sagt, so viel kriegen die Kinder von mir nicht, könnt ihr ja auch schmalere Beutel. Es gibt ja auch schmalere Beutel zu kaufen. Es geht ja eigentlich auch um die Idee. Ich finde die mega süß. Wenn euch das Video und die Idee gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss bis morgen zu Teil 4 von 5 Tage Halloween. Ciao.